Hallo und willkommen zu wahrscheinlich einer etwas kürzeren Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Denn wir gucken heute mal auf die Dekorationen in der Clanstadt. Wir gucken mal ganz kurz eben drauf. Das hier ist ja noch relativ neu alles. Also ich bin jetzt gerade bei Jimmy Ghetto. Das bedeutet, ich muss natürlich Accounts nehmen von mir, die 5000 von den Medaillen haben, beziehungsweise eine ausreichende Menge von Medaillen haben. Und da ist das Haus von Special Fred. Es ist grün, es hat ein grünes Dach, es hat die Axt davor und ein bisschen Holz davor. Holz für die Hüden. Also, wir gucken mal drauf. Was ich nicht wusste war, dass die Sachen wechseln. Also, vielleicht, oh Moment. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meinen Stream, wo ich gefragt hatte wegen der Windmühle. Und da haben die Leute gesagt, das kannst du kaufen für Überfallmedaillen. Und jetzt ist es weg. Das kannst du nicht mehr kaufen, es scheint dann also alle paar Wochen zu wechseln. Ich habe da gar keine Lösung zu gefunden, ich habe es halt gegoogelt. Auf der offiziellen Supercell-Seite steht dazu gar nichts. Und in einem Forum habe ich dann gelesen, dass es wohl alle paar Wochen wechseln soll, aber da war sich dann derjenige auch nicht sicher. Der hat sich halt nur gewundert, warum die Sachen dann wechseln. Wir gucken jetzt hier mal drauf. Die teuersten Sachen. Ich habe 2 oder 3 Accounts, mit denen ich auf jeden Fall was kaufen kann. Wir haben 3x das Clanhausdach. Das bedeutet, warte mal, das kostet schon wieder 2000. Also ich könnte mir das gar nicht zusammen kaufen. Also ein Fundament oder eine Dekoration plus Clanhausdach kann ich mir gar nicht kaufen. Boah. Ich würde aber eigentlich ganz gerne... Boah, dann wende mich dann schon das. Alter, das ist so teuer. Die Windmühle wäre viel geiler gewesen. Aber ärgerlich, habe ich ja nicht. Gibt's ja nicht mehr. Irgendwo habe ich sie, glaube ich. Ich glaube bei Fred. Bei Fred haben wir sie, glaube ich. Das ist auf jeden Fall... Vor allem das, wenn die ja gar nicht mehr, wenn es die jetzt ja nicht mehr gibt, dann ist die ja noch viel wertvoller. Da ist es. Da ist es. Also ist auch irgendwie für den Preis ist das irgendwie auch irgendwie sinnfrei, oder? Ich meine, das habe ich jetzt gerade gekauft. Das ist nur so ein blaues Dach. Und sonst ist da gar nichts. Und hier unten die ganzen Sachen, die sind eigentlich viel cooler, wenn du da im Level aufsteigst. Aber nun gut. Ich habe es ja nicht, ich habe es ja nicht designt, von daher, na gut. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir ruhig das dazu und, warte mal, anwenden. Das haben wir jetzt auch schon fertig, Mauern. Das sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Deko kann ich mir auch fast nichts leisten, aber wir wechseln ruhig mal ein bisschen durch. Wir nehmen mal ruhig die Schwerter. Das war schon mal Nummer 1. Wir haben noch 2 Accounts, wo ich auf jeden Fall noch was gucken möchte. Kurzer Cut, bis gleich. So, wir sind jetzt bei Fredonaut und Fredonaut hat natürlich auch 5000 Medaillen und wofür soll ich sie auch sonst ausgeben? Als für so schöne Deko, ich würde mal sagen, jetzt nehmen wir ruhig mal, ja, wir nehmen das Dach. Es wird hier ganzjährig bei Fredonaut Schnee liegen. Ah, ich bin bei The Return. Nice. Nice, nice, nice. Da oben ist es. Wobei, wir müssen jetzt eh noch wechseln, warte mal. Der muss da, warte mal, der muss da weg, der muss da weg, der muss da weg, der muss da weg. Also die müssen alle da weg. Die müssen alle raus aus meinem Bereich da oben. Josie und ich hatten so ein schönes Dorf da oben, aber irgendwie ist das alles wieder verfuckelt, weil wir rausgegangen sind aus dem Clan. Für die Mamis halt. Aber nun gut, der alte Mann, der alte Bauarbeiter sagt mir, was ich jetzt machen soll. Ja, ganzjährig Schnee einfach auf dem Dach. Ganzjährig Schnee, nee. Nee, da gibt's ja gar nichts Gescheites. Das sah schon am besten aus eigentlich. Der Boden. Da nehmen wir auch ruhig ein bisschen Holz dabei. Und als Deko, was passt denn zu Fredonaut? Zu Fredonaut passt, nee. Ja, komm, nehmen wir die Axt. Nehmen wir die Axt. Jetzt habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwas, wo wir noch was machen können. Ich muss erstmal... Ah, das kann ich gerade nicht, weil ich nicht befördert bin. Okay, wir werden das jetzt gleich mal machen. Wir gehen jetzt ganz kurz mal eben noch rüber zum nächsten Account. Gucken wir eben noch. Bis gleich. Oh, mein Jungle-Account, den ich extra hier für die Clanstadt gemacht habe, der hat sogar ausreichend Medaillen. Lol, was haben wir jetzt hier? Das Clanstadt. Clanstadt-Fundament. Ich würde echt gerne das hier kaufen. Ich kaufe das auch. Das fand ich eigentlich cooler als das andere. Weil, ja, das ist... Guckt es euch mal an hier. Das hier, finde ich, ist nicht so geil. Das links... Ich finde für 3500, das ist echt schon, ich finde die Preise echt schon ziemlich happig, muss ich sagen. Vor allem, wenn man ja überlegt, dass es immer mal wieder wechselt und du dann ja wieder neue sammeln musst, selbst wenn du Max-Spieler bist und ansonsten natürlich deine Medaillen nicht großartig brauchst, ja gut, zum Spenden vielleicht, um deine Clanburg mal schnell vollzukriegen. Mauern. Oh, das sieht natürlich schon wirklich, das finde ich, das sieht wirklich nicht schlecht aus. Dach, jetzt brauchen wir natürlich noch ein gutes Dach dafür. No, no. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus.
So ein kleines Strohdach. Ja, das hat auch was. Wir nehmen das mal. Und jetzt nehmen wir noch einen Boden. Ne, den einen habe ich noch gar nicht. Ne, wir lassen es ruhig mal so. Und eine Dekoration. So. Jetzt gucken wir es uns doch an. Wir müssen jetzt sowieso noch mal eben die Häuser tauschen. Bei Fred. So, Fred hat auch ein paar neue Medaillen bekommen. Ich weiß noch gar nicht, wie viel habe ich jetzt hier wieder? Ich habe hier wieder 3300. Oh, hier kann ich sogar was kaufen. Fred kann sich jetzt richtig gönnen. Oh, jetzt motzen wir hier mal die Windmühle so richtig auf. Jetzt motzen wir hier die Windmühle mal so richtig auf. Da ist es nämlich. Ja, schönes Ding. Das sieht schon mal richtig gut aus. Deko, würde ich mal sagen, wechseln wir ruhig mal. Fred bekommt ein kleines Wasserfass. Er bekommt einfach ein Wasserfass dahin. Das Dach, nee, das ist, das Ding ist ja wohl, nee, das, da lassen wir auf jeden Fall das. Da lassen wir das auch, den, oh, auch nicht schlecht. Ich finde, das sieht eigentlich noch am besten aus. Ansonsten, ja, ich kann mir das ja nicht mal angucken, warum kann ich mir das nicht angucken? Aber ich habe ja gesagt, wir müssen unsere kleine Stadt in der Stadt wieder aufbauen. Und zwar, weg. Jetzt sehe ich nur leider nicht, welche Häuser das waren. Da, auf jeden Fall. So. Der hat auch eins. Was? Wo ist meins denn? Ach, da. Da ist meins. Nein. Ja. So. Kann ich das noch weiter verschieben? Ja. So, Zeckenspray. Du kommst doch dahin. So. Dann haben wir noch Angriff. No, no. Du nicht, du kommst nach dort. So, jetzt haben wir noch Osman Pasa. Du kommst da unten hin. Popcorn, wo kommt der denn hin? Der kommt ein bisschen weiter noch da. Du kommst an den Fluss. So, Veja, du kommst nach dort. Das ist auch schon wieder Mist. Ey, was ist mit meinen Clan-Anführern oder beziehungsweise den Vizen los? Außer mal Josie ausgenommen. Ey Leute, ihr seht doch, dass der Bogen da steht. Baut den doch mal um. Seid ihr denn deppert? Der müsste eigentlich da oben hin, aber da ist ja unser Dörfchen. Ah komm, wir lassen das mal so. Also, jetzt haben wir noch Frederickson. Wobei, das ist blöd. Der darf da nicht stehen. Der darf da nicht sein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich lasse ihn erstmal da. So, ganz kurz. Also, wo ist jetzt? Müssen wir erstmal raussuchen, wo ist Josies Haus? Da ist mein Haus. Okay, merken. Allein schon das jetzt wieder zu finden. Mabuel. Das Haus wieder zu finden. Wie soll ich das jetzt finden? Da ist schon mal eins, merken. Wie soll ich die Häuser jetzt von ihr wiederfinden? Das ist doch, das ist eine Sucherei des Jahres hier auf jeden Fall. Ja, dann werden wir das eine Haus jetzt erstmal ändern. Sie müsste doch eigentlich noch einen Account hier drin haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat sie auch wirklich nur einen hier drin. Ich hätte auch hier da drauf klicken können. So. Du kommst noch da. Jetzt haben wir wieder eine kleine Stadt dahin gebaut. Aber dann passt er ja sogar noch dahin. Dann passt der Schlingel ja sogar noch dahin. Dann beschützt er uns da oben. Es ist halt eine Spielerei. Aber an für sich finde ich eine ganz lustige Spielerei. Ja. Man sieht ja auch hier, hat sich ja echt was getan. Also müsste man eigentlich mal so ein bisschen umbauen, dass man wirklich so eine richtige Stadt hier rausbaut. Aber in Ordnung, wir sind am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. War mal eine etwas andere Episode, wo wir mal ein bisschen was gebaut haben. Das ist natürlich mega geil, einfach nur. Einfach das teuerste Haus. Das teuerste Haus in Clash of Clans. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.